dass Journalisten gekauft werden, finden Sie ja selbst bei Botschaften. Ich nehme einmal oder sagen wir zwei Dinge vorweg. Einmal, die Europäische Union bezahlt ja Journalisten für positive Berichterstattung über die Europäische Union. Es gibt Verpflichtungserklärungen, die Journalisten aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterschreiben können, wonach sie Geld bekommen, wenn sie positiv über die EU und deren Ziele berichten. Allein deutsche Journalisten haben nach offiziellen Angaben mehr als 1 Million Euro in den letzten Jahren dafür bekommen. Das ist das eine. Das zweite ist, nehmen Sie Botschaften, die ich eben schon erwähnt habe. Die amerikanische Botschaft in Deutschland, in Berlin, hat im Internet ein Programm, wo Sie Geld beantragen können als Journalist, wenn Sie Menschenmassen in Deutschland positiv pro-amerikanisch beeinflussen. Beispielsweise beim Freihandelsabkommen, was ja noch nicht unterzeichnet ist, worüber noch gesprochen wird, wo es viele kritische Stimmen in der deutschen Öffentlichkeit gibt, da können Sie zwischen 5.000 und 20.000 Euro bei der amerikanischen Botschaft bekommen, wenn Sie die deutsche Öffentlichkeit positiv im amerikanischen Sinne beeinflussen. Also man muss hier nicht lange spekulieren. Gibt es gekaufte Berichterstattung? Gibt es gekaufte Journalisten? Da sind überall Spinnennetze da draußen. Und wie gesagt, ich habe mich in der Vergangenheit in solchen Spinnennetzen verfangen, war auch noch stolz drauf und sage heute, ich schäme mich dafür, was ich da gemacht habe. Das ist einfach widerlich. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Klartext hier live auf dem Kulturstudio-Livestream unter livestream.com/Kulturstudio. Heute die Ausgabe Klartext Nummer 102 am 6. November 2014. Und ich begrüße natürlich alle Zuhörer bei okitalk.com, dem Bürgerradio aus Österreich, und alle Zuhörer und Zuschauer, die uns über andere Medienplattformen mit zuhören oder zuschauen können, die freundlicherweise unseren Stream mit eingebunden haben. Ja, ich begrüße das Kulturstudio-Team, das ist der Volker, die Mia und der Boris, die heute auch mit dabei sind. Herzlich willkommen, guten Abend. Hallo. Ja, guten Abend. Wir haben heute eine etwas kürzere Sendung, deswegen müssen wir ein bisschen zulegen. Herr Ulf Kotte, unser heutiger Gast, den ich gleich begrüßen möchte, hat uns ein kleines Zeitfenster leider nur eingeräumt, aber wir sind froh, dass wir ihn überhaupt bekommen haben. Unser heutiges Thema heißt gekaufte Journalisten, wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken. So ist auch der aktuelle Titel seines Buches und also des Buches unseres Gastes. Er ist selbst Jahrgang 1960, hat Kriminologie studiert, Islamkunde und Politik. Von 1986 bis 2003 arbeitete er für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, auch FAZ genannt, zumeist im Nahen Osten. Und er ist natürlich Sicherheitsfachmann, Journalist, Autor von vielen, vielen Büchern, Geheimdienstspezialist und auch erklärte Gegner erkennen an, dass sich Udo Ulf Kotte auf der Ebene der Fakten nicht so leicht widerlegen lässt. Ja, er hat an die 40 Bücher geschrieben und das auch in Bestseller Auflagen. Einige davon sind Europa vor dem Crash, Vorsicht Bürgerkrieg, SOS Abendland, raus aus dem Euro, rein in den Knast, mit Gold durch die Krise und natürlich, wie gesagt, das aktuelle Buch gekaufte Journalisten. Und das ist eine knallharte Abrechnung mit den Light- und Mainstream-Medien. Herzlich willkommen im Kulturstudio, Udo Ulf Kotte. Hallo, wunderschönen guten Tag. Ja, Herr Ulf Kotte, in Ihrem aktuellen Buch schreiben Sie ja über Korruption, über Geheimdienste, über politische Intrigen. Sie selbst waren ja, wie gesagt, 17 Jahre bei der FAZ beschäftigt, also auch Teil des Systems, und sagen zum Beispiel, dass der US-Geheimdienst auch Sie sozusagen bestochen hat, über bestimmte Themen in einer bestimmten Weise zu berichten. Wie kann man sich das vorstellen? Laufen solche Dinge generell konspirativ ab oder wie funktioniert dieses System der Einflussnahme genau? Ja, also ich schäme mich heute rückblickend für das, was ich über viele Jahre hin gemacht habe. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass da irgendwann jemand kommt mit einem Schlapphut und einem Regenmantel, hochgeschlagenem Kragen und dann sagt, hallo, ich bin von der CIA oder ich bin vom Bundesnachrichtendienst, möchten Sie für uns arbeiten? Das ist alles völliger Quatsch. Das Ganze
läuft völlig anders ab. Es funktioniert so, dass man dort Texte, also nachdem man Kontakte geknüpft hat dorthin, und das war ja bei mir offiziell, ich war ja offiziell für Geheimdienste bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zuständig, was auch in meinem Arbeitszeugnis ausdrücklich löblich erwähnt wird. Und wenn man diese Kontakte hat, dann werden die Geheimdienste sehr schnell sehr aufsässig. Also sie werden sehr schnell sehr fordernd. Sie kamen beispielsweise in die Frankfurter Allgemeine Zeitung beim deutschen Auslandsgeheimdienst Bundesnachrichtendienst, haben mir Textbausteine gegeben und dann von mir verlangt, dass ich Artikel daraus mache, oder sie haben ganze Texte abgeliefert, ganze Artikel, und wollten dann, dass mein Name darüber steht, dass diese Artikel genauso veröffentlicht wurden. Bei den Amerikanern war es nicht in erster Linie so, wenn wir von der CIA sprechen, dass man wollte, dass amerikanische Texte nun in deutsche Zeitungen kamen, sondern da war es eher so, dass ich beispielsweise, wenn ich ja sehr viel in Afrika und im Nahen Osten im Auslandseinsatz war, dass man mir dort etwa Fragestellungen vorgegeben hat, wenn ich ranghohe Politiker interviewte, wenn ich Gesprächspartner hatte, an die die Amerikaner nicht rankamen. Ein Beispiel: der damalige iranische Außenminister Ali Akbar Velayati. Wenn ich Gespräche mit ihm hatte, und da hatte ich sehr viele, oder wenn ich Gespräche mit dem iranischen Geheimdienstminister Ali Falahyan hatte, dann gab es immer bestimmte Fragestellungen, an denen ich persönlich überhaupt kein Interesse hatte, aber eben die Geheimdienste. Und ich kann Ihnen sagen, dass der deutsche Auslandsgeheimdienst Bundesnachrichtendienst, der damalige Geheimdienstkoordinator Bernd Schmittbauer, der hatte dem iranischen Geheimdienstminister Ali Falahyan von Siemens mal zwei deutsche Computer geschenkt. Und diese Computer waren kompromittiert. Das heißt, jede Tastatureingabe konnte man in Echtzeit in der deutschen Botschaft in Teheran mitverfolgen. Und man brauchte keinen direkten Spion im Arbeitszimmer des iranischen Geheimdienstministers, weil man ihn sehr gut ausgestattet hatte mit eigener Spionagetechnik, die er auch noch genommen hat. Aber es gab eben auch Fragen, die noch zu beantworten waren. Und dann hat man eben Journalisten wie mich von amerikanischer oder deutscher Seite genutzt. Also nicht so vorstellen, da wurde irgendwo ein Briefumschlag gegeben mit 1.000 oder $5.000 und dann hat man dafür irgendwas geschrieben, sondern es lief alles etwas anders. Und zwar wahrscheinlich weitestgehend so, wie sich das da draußen kein Mensch vorstellen kann. Okay. Wie haben Sie denn damals darüber gedacht? Also, wie fühlt man sich, wenn zum Beispiel so ein Geheimdienst auf einen zukommt oder Kontakt aufnimmt, gegebenenfalls er einen auch bezahlt? Also, ich habe das A als völlig normal empfunden, weil es in meinem Umfeld, weil ich nicht der Einzige war, sondern weil es etwas völlig Normales war, weil auch Kollegen aus anderen Medien so gearbeitet haben. Und B, ich habe es sogar als positiv empfunden. Man hat ja bei meinem Arbeitgeber mich dafür gelobt, für die tollen Kontakte zu Geheimdiensten. Also das geht hier gar nicht nur um die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ich habe ja auch für andere gearbeitet, habe damals auch Radio gemacht, für Fernsehsender gearbeitet, noch nebenher und so weiter. Das war allgemein, ja, ich möchte fast schon sagen, man wurde beneidet um diese guten Kontakte. Ich habe ja später auch ein Buch über den deutschen Auslandsgeheimdienst geschrieben. Das ist hier nicht der Werbeblock. Das Buch ist total veraltet. Bitte nicht kaufen, darum geht es gar nicht. Ich will damit nur sagen, man bekam dann so viel Informationen aus den Geheimdienstkreisen, wie gesagt, nicht nur aus Deutschen, auch von Israelis. Wenn Sie sich nur einfach mal anschauen, vielleicht fotografiere ich es einfach mal und stelle das mal ins Internet, wenn Sie sich einfach mal die Danksagung anschauen, bei wie vielen Geheimdiensten und Geheimdienstmitarbeitern ich mich allein bei dem Buch bedankt habe, das ist rückblickend für mich. Ja, ich muss sagen, ich schäme mich dafür, weil ich wurde natürlich instrumentalisiert. Das war natürlich nicht so, dass ich dort, wenn ich nach Pullach, das war damals der Hauptsitz des deutschen Auslandsgeheimdienstes, wenn ich nach Pullach gefahren bin, dann war das nicht so, dass ich dort nach eigenem Ermessen Fragen gestellt habe und Themen selbst recherchieren konnte. Das wäre ja die Aufgabe eines normalen Journalisten, sondern es war so, dass man instrumentalisiert wurde und dass man gezielt mit angeblichen Informationen gefüttert wurde. Aber die konnte ich natürlich nicht nachprüfen. Ich wusste doch nicht, wenn man mir sagte, wenn man mir irgendein geheimes Dokument gab. Und das Ganze macht es ja natürlich noch spannender, wenn da draufsteht, Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Wenn man mir so etwas dann im verschlossenen Umschlag
ganz konspirativ übergab und mich darum bat, mir das doch mal genauer anzuschauen. Da wusste man ganz genau, dass ich das veröffentlichte. Aber wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, ob das Realität war oder ob das bestimmte Interessen und Ziele verfolgte. Und genau dort sollten ja Berichterstatter, Journalisten immer die Möglichkeit haben, etwas zu prüfen und hinterfragen zu können. Und wenn sie über den Bau einer neuen Giftgasfabrik in Libyen beispielsweise berichten, nun, das können sie nicht nachprüfen, weil ja, und das war natürlich sehr häufig Propaganda, Desinformation, einseitige Berichterstattung. Und es war eine Illusion, dass wir Pressefreiheit haben, denn es war simulierte Pressefreiheit. Ich hatte keine Chance, das zu überprüfen. Und ich hatte auch nicht die Chance, Nein zu sagen. Weil wenn ich Nein gesagt hätte, wenn ich gesagt hätte, ich mache das nicht mit, ich veröffentliche das nicht, dann wäre ich natürlich raus gewesen. Dann hätte ich wahrscheinlich meinen Arbeitsplatz verloren. Also man macht mit, aber ich war damals auch stolz drauf. Okay. Lassen Sie uns doch mal ein paar Etagen tiefer gehen. Wie groß ist denn der Druck in den Redaktionsstuben? Steht da übertrieben gesagt auch so bildlich, wie wir es vorhin schon vielleicht versucht haben zu erklären, der Chefredakteur mit der Peitsche hinter jedem Journalisten und dem wird gesagt, schreib das so oder so? Oder läuft das auch viel subtiler ab dort, diese Einflussnahme? Also ich kann das natürlich nicht für jede einzelne Redaktion in Deutschland sagen. Ich kann das nur bei den Medienunternehmen, die ich persönlich kennengelernt habe oder über Freunde und Bekannte, die in diesem Beruf, die in diesem Medienmetier drin sind, sagen. Da ist es einfach so, dass sich da sehr, sehr, sehr viel geändert hat in den letzten Jahren, generell durch den Druck, weil die Werbeeinnahmen weggebrochen sind, durch den Kostendruck, den man hat. Da ist natürlich der Druck, Auflage zu machen oder Quote zu machen, ungeheuer groß geworden. Und immer im Hinterkopf haben, diesen Druck, Geld verdienen zu müssen. Da kommt natürlich auch dann natürlich ins Spiel, dass die Chefs in den Redaktionen natürlich Druck ausüben in Richtung einer bestimmten Berichterstattung, nämlich derjenigen, die wieder Werbeeinnahmen bringt. Das schon mal ganz von vornherein. Hier geht es nicht nur um gekaufte Berichterstattung durch Geheimdienste und Druck, der aufgebaut wird, sondern da verschwimmt dann Realität, in der Realität verschwimmen dann Werbung und redaktionelle Berichterstattung. Konkretes Beispiel, was heißt das? Das heißt in der Realität, dass Sie in einer durchschnittlichen Zeitung, aber auch im Fernsehsender oder im Radio einen Bericht zu Reiseziel XY präsentiert bekommen. Und derjenige, der darüber berichtet, verschweigt in diesem Bericht, dass er komplett eingeladen wurde, dass er finanziert wurde, dass das Ganze ein Werbebericht ist. Das heißt, derjenige, der ein neues Auto bespricht, der einen Fahrbericht vom neuen Modell XY an die Leser, Hörer oder Zuschauer durchreicht, der bekommt selbstverständlich in der Regel, ich spreche nicht von Ausnahmen, sondern von der Regel, der bekommt natürlich, wenn er das möchte, und fast jeder möchte das, als Autojournalist einen Vorführwagen zur kostenfreien Nutzung, bis er wieder das nächste Fahrzeug bespricht. Das heißt, ich sage Ihnen von Mazda das beispielsweise, das gleiche kenne ich von Daimler-Benz und anderen, dass Massen von Journalisten mit Freifahrzeugen in der Vergangenheit ausgerüstet wurden, dass man ihnen sogar für positive Berichterstattung generell bei Autobauern bis zu 15.000 Euro, in Ausnahmefällen sogar 20.000 oder 25.000 Euro gegeben hat. Aber dieses Bezahlen, dieses Kaufen, das hat nichts mit Autohäusern zu tun. Dass Journalisten gekauft werden, finden wir ja selbst bei Botschaften. Ich nehme einmal oder sagen wir zwei Dinge vorweg. Einmal die Europäische Union bezahlt ja Journalisten für positive Berichterstattung über die Europäische Union. Es gibt Verpflichtungserklärungen, die Journalisten aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterschreiben können, wonach sie Geld bekommen, wenn sie positiv über die EU und deren Ziele berichten. Allein deutsche Journalisten haben nach offiziellen Angaben mehr als 1 Million Euro in den letzten Jahren dafür bekommen. Das ist das eine. Das zweite ist, nehmen Sie Botschaften, die ich eben schon erwähnt habe. Die amerikanische Botschaft in Deutschland, in Berlin, hat im Internet ein Programm, wo Sie Geld beantragen können als Journalist, wenn Sie Menschenmassen in Deutschland positiv pro-amerikanisch beeinflussen. Beispielsweise beim Freihandelsabkommen, was ja noch nicht unterzeichnet ist, worüber noch gesprochen wird, wo
es viele kritische Stimmen in der deutschen Öffentlichkeit gibt, da können Sie zwischen 5.000 und 20.000 Euro bei der amerikanischen Botschaft bekommen, wenn Sie die deutsche Öffentlichkeit positiv im amerikanischen Sinne beeinflussen. Also man muss hier nicht lange spekulieren, gibt es gekaufte Berichterstattung, gibt es gekaufte Journalisten, da sind überall Spinnennetze da draußen und wie gesagt, ich habe mich in der Vergangenheit in solchen Spinnennetzen verfangen, war auch noch stolz drauf und sage heute, ich schäme mich dafür, was ich da gemacht habe. Das ist einfach widerlich. Mhm. Apropos Netze, welche Rolle spielen denn Netzwerke im Hintergrund und welche wären da die wichtigste? Und gleich noch anschließend die Frage, waren Sie auch in solchen Netzwerken Mitglied? Ja, ich war auch in solchen Netzwerken. In den meisten Netzwerken kann man nicht Mitglied werden. Man kann sich die Mitgliedschaft nicht erkaufen durch Beiträge oder sonst was, sondern man wird dort eingebunden, eingeladen, ganz vorsichtig. Das sind beispielsweise die großen transatlantischen Netzwerke, also die proamerikanischen Netzwerke. Um hier nicht die ganze Sendung, die ganze Sendezeit vorwegzunehmen, nenne ich nur ein paar Namen, wie etwa Atlantikbrücke, Aspen Institut, German Marshall Fund. Dazu gehören natürlich auch die Bilderberg-Konferenzen, die gar nicht so konspirativ sind, wie es immer dargestellt wird. Die Trilaterale Kommission, ich höre jetzt mal auf, Atlantische Initiative vielleicht noch. Also da kann man ganz, ganz, ganz viele Namen nennen. Das sind Netzwerke, das sind Eliteorganisationen, wo Sie als Normalbürger überhaupt keinen Zugang haben, wo Sie beispielsweise von den Amerikanern als Fellow eingeladen werden. Fellow heißt also, wenn Sie erstmal, in meinem Fall war es beim German Marshall Fund so, dass ich 6 Wochen in die USA eingeladen wurde. Alle Kosten wurden übernommen, man bekam ein Tagegeld, eine Limousine und völlig freigestellt, was und wen man wann und wo in den Vereinigten Staaten sehen wollte. Ich bekam dort ich stehe gerade direkt davor, ich gucke mal hier aufs Datum, ich bekam beispielsweise zu meiner völligen Überraschung am 22. Juli 1993 vom Gouverneur von des US-Bundesstaates Oklahoma eine Ehrenbürgerurkunde. Ich bin jetzt ein Honorary Citizen vom US-Bundesstaat, ein Ehrenbürger des US-Bundesstaates Oklahoma. Da steht aber drin in dieser Urkunde, und ich habe sie auch fotografiert und ins Internet gestellt, da steht aber dick und fett drin, dass man von mir positive Berichterstattung erwartet. Also all das, was bei diesen Organisationen gemacht wird, auch die Anbahnung von Geheimdienstkontakten. Ich wurde dort während meiner Zeit beim German Marshall Fund mit CIA-Mitarbeitern zusammengeführt. All dieses verfolgt natürlich Interessen im Hintergrund. Und wie gesagt, ich war selbst in diesen Netzwerken. Ich kenne keine chinesischen oder russischen Netzwerke. Ich muss dazu sagen, dass es möglicherweise diese hier in Europa auch gibt. Sicherlich nicht so aktiv wie die proamerikanischen. Das will ich nur der Ausgewogenheit halber dazu sagen, dass es die möglicherweise auch gibt. Dort kenne ich mich aber nicht aus, weil ich weder Russisch noch Chinesisch spreche. Mich erstaunt derzeit nur die sehr große Aufmerksamkeit weltweit, weil Sie hatten ja dieses Buch Gekaufte Journalisten erwähnt, was in Deutschland, vorsichtig gesagt, von den Journalisten und Medienjournalisten kaum erwähnt wird, aber unglaublich viel Aufmerksamkeit im Ausland erzeugt. Das wird ja jetzt auch in Russland erscheinen, in russischer Sprache, in Ungarn. Wir haben Verträge mit Taiwan, also für den chinesischen Markt, mit amerikanischen, kanadischen Verlagen. Das erstaunt mich sehr, dass das Interesse im Ausland, auch in der Türkei übrigens, wird in Türkisch auch erscheinen, dass das Interesse so gewaltig ist, ist schon sehr erstaunlich für mich, ja. Mhm. Ja, lassen Sie uns ganz kurz nochmal auf diese Netzwerke zurückkommen. Wer steht denn hinter diesen Netzwerken? Also wer ist Geldgeber und auch Entscheidungsträger für das, was in diesen Netzwerken ausgeführt oder auch besprochen wird? Also eindeutig die amerikanische Regierung und amerikanische Finanziers. Das heißt, wenn ich sage Finanziers, dann sind es meist Milliardäre, wie beispielsweise David Rockefeller, der ist führend in vielen dieser Organisationen, hat einige auch mitgegründet, wie etwa die Trilaterale Kommission, ist ja auch, oder wir nehmen den Namen wie George Soros, auch ein Milliardär, und die amerikanische Regierung. Das ist ein sehr kleines Netzwerk
Und das, was dort besprochen wird, sind halt immer Interessen, die letztendlich einer kleinen Clique von wohlhabenden Führungskräften in der westlichen Welt dienen. Es geht immer um Macht oder es geht um finanzielle Vorteile oder eine Kombination aus beidem. Wenn also neue Kriege geplant werden, wenn neue Vorhaben geplant werden, wie etwa der Euro, der ja nicht nach Angaben von Udo Ulfgotte, sondern nehmen wir mal die Frankfurter Rundschau, die ja unverdächtig ist, Verschwörungstheorien zu verbreiten oder rechts oder sonst was zu sein. Wenn die Frankfurter Rundschau sagt, dass der Euro bei einer Bilderberg-Konferenz ursprünglich beschlossen wurde, dann nehme ich das mal so als Angabe hin und sage mir aber, wer steckt hinter Bilderbergern, trilateraler Kommission und so weiter? Da treffen Sie immer auf eine winzige kleine Elite von Menschen, die zunächst auf ihre eigene Macht und ihr eigenes Portemonnaie schaut. Und vor allem verheerend aus meiner Sicht wird es, wenn dort Kriege geplant werden, wenn dort diese ganzen Dinge, die uns Bürgern als positiv verkauft wurden, wo über die Medien Propaganda, nämlich Kriegspropaganda, Kriegsvorbereitung gemacht wurde. Wenn Sie sich diese ganzen Kriege anschauen, gucken Sie sich an den Irakkrieg vor dem März 2003, schauen Sie sich an den Afghanistan-Feldzug, schauen Sie sich an, was derzeit in der Ukraine medial bei der Berichterstattung abläuft und im Hintergrund die NATO-Aufmarschpläne für dort. Es geht immer um Rohstoffinteressen, um Machtinteressen, ob sie nach Afrika gucken, in den Nahen Osten oder nach Europa. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern es ist einfach die Realität. Wie hat man uns Bürger, wie hat man uns doch es schmackhaft gemacht, medial auch, dass wir uns von D-Mark und Schilling in Deutschland und Österreich verabschiedeten? Und was hat man uns über die Medien alles eingetrichtert, wie stabil der Euro werde? Und was ist die Realität heute? Profitiert davon, hat eine Finanzelite, die immer noch reicher geworden ist. Wir haben erheblich mehr Milliardäre in der westlichen Welt als vor der Wirtschafts- und Finanzkrise. Das alles ist schon von sanfter und langer Hand geplant worden. Und das ist ganz sicher keine Verschwörungstheorie, wenn Sie sich anderes anschauen, etwa die ganzen Revolutionen in anderen Ländern. Nehmen wir nur die in Nordafrika, von Tunesien über Libyen und Ägypten bis hin zum Versuch, nun in Syrien etwas zum Umsturz beizutragen. Das sind natürlich von amerikanischen Machteliten vorbereitete Putsche gewesen oder Staatsstreiche gewesen, die für die Menschen dort in den jeweiligen Ländern ganz sicher nichts verändert haben. Schauen Sie sich das Leben der Iraker, der Afghanen oder der Libyer an. Verändert hat das alles nichts, aber es ist halt Bestandteil langfristiger, mittel- oder langfristiger amerikanischer Pläne, etwa im großen Energiepoker. Mhm. Ist das Buch denn so letzter Stand Ihrer Erkenntnis oder gibt es da noch Dinge, die Sie in diesem Buch ausgelassen haben, die aber auch sehr brisant sind? So, letzter Stand der Erkenntnis kann das Buch überhaupt nicht sein, weil es natürlich so viele Leser gibt, die nach dem Lesen dieses Buches mich anschreiben und sagen, sie stellen mir Unterlagen zur Verfügung, die ich für einen Folgeband oder aber für Artikel im Internet verwerten kann, weil sie sagen, das sollte dann die Öffentlichkeit auch erfahren. Sie stellen mir Dokumente zur Verfügung. Ich sage Ihnen ein Beispiel, wo ich gerade dran sitze. Mir hat ein heute 83 Jahre alter Mann, der für die Industrie- und Handelskammer in Frankfurt gearbeitet hat, alles zur Verfügung gestellt, auch eine eidesstattliche Versicherung. Ich habe das nachgeprüft. Er hat in den 70er Jahren monatlich einem FAZ-Redakteur 2000 D-Mark monatlich dafür gegeben, dass über eine Organisation, dass über Mitgliedsfirmen der Industrie- und Handelskammer in Frankfurt, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung positiv berichtet wurde. Also er selbst sagt, ich musste Geld auszahlen, ich musste dort einen Mitarbeiter der FAZ bestechen und da war auch sein Vorgesetzter öfter dabei, die wussten das. Das sind natürlich Dinge, die sind so, ich selbst war lange bei der FAZ, ich selbst habe mitbekommen, wie korrupt manche Mitarbeiter dort sind, aber wenn sie so etwas dann
von jemandem, der und der 83-Jährige ist ein sehr renommierter und bekannter Unternehmer heute. Das muss ich dazu sagen. Das ist nicht irgendwie irgendein Spinner. Also wenn da Personen auftauchen und natürlich neue Dinge zur Verfügung stellen, dann werde ich die auch irgendwann veröffentlichen. Und ein solches Thema, dazu bin ich viel zu klein und viel zu einfach. Ein solches Thema kann man nie abschließend aufschreiben, weil es da wahrscheinlich in diesem Sumpf so vieles gibt, was die Menschen da draußen nicht wissen oder nicht wissen sollen. Das schafft einer alleine gar nicht. Ich bin keine Transparency International Organisation oder Lobbypedia oder Lobby Control. Ich bin ein ganz einfacher Journalist und Autor und versuche das bisschen, was ich mitbekomme, aufzuschreiben, und das ist schon grauenvoll genug. Ja, zumal diese Organisationen auch nicht unbedingt so vertrauensvoll sind, glaube ich. Lassen Sie uns doch mal ein bisschen auch über Ihren persönlichen Weg reden. Ab wann meldete sich bei Ihnen denn so das Gewissen? Also gab es da ein bestimmtes Ereignis, was das fast zum Überlaufen brachte, oder war das so ein schleichender Prozess bei Ihnen? Also der entscheidende, wirklich der schlimmste Moment für mich war, als ich in Mainz im rheinland-pfälzischen Landtag von einem sehr bekannten CDU-Politiker eingeladen wurde und freudestrahlend dahinging. Und während eines zweistündigen Gespräches mit vielen Zeugen, die im Zimmer waren, die das offenkundig alle völlig normal fanden, was ich Ihnen jetzt sage, ein bekannter CDU-Politiker, der mir 5.000 Euro, und zwar getarnt als Vortragshonorar fürs Finanzamt, der mir 5.000 Euro dafür bot, im ersten Schritt, dass ich den damaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck, vielmehr seine Ehefrau Rosi, dass ich sie ausspionierte, weil er im Wahlkampf Munition brauchte. Ich will das hier nicht alles im Detail ausführen, ich habe das ja aufgeschrieben, aber wenn man dort auf mal mitbekommt, wie andere einen offenkundig sehen, für wie korrupt man gehalten wird, dass man im Privatleben von Menschen rumschnüffelt, um einem Politiker zu noch mehr Macht zu verhelfen. Da habe ich mich wirklich gefragt, wie tief bin ich eigentlich gesunken, und habe dann nach diesem Gespräch, ich bin zum Schein auf dieses Angebot eingegangen, aber schon als ich aus dem Büro rauskam, habe ich aus dem Auto einen mir bekannten Frankfurter Strafrechtler, nämlich Hansi Euler, angerufen und habe ihm das geschildert und habe gesagt, ich möchte, dass der Kurt Beck das erfährt. Und das für mich absolut Erstaunliche war, dass wir uns dann im Büro von Hansi Euler mit Mitarbeitern aus dem Büro von Kurt Beck getroffen haben, und die waren gar nicht erstaunt. Die waren weder erstaunt noch erschüttert über das, was sie da von mir hörten, sondern ich war nicht der erste Journalist, der sie kontaktiert hatte. Es gab also eine ganze Reihe von Journalisten, die angesetzt wurden, auch vom Springer Verlag, nach meiner Erinnerung, die angesetzt wurden auf die Ehefrau von Kurt Beck damals. Und das war wirklich der Moment, wo ich mir gesagt habe, also wie grauenvoll, welche Zustände haben wir eigentlich in diesem Land? Das ist ja wie in einer Bananenrepublik. Und heute bin ich überzeugt davon, das ist nicht nur wie in einer Bananenrepublik, sondern wir sind eine Bananenrepublik. In der Tat. Was waren dann Ihre persönlichen Konsequenzen? Haben Sie gekündigt oder haben Sie dann versucht, Ihren Berufsweg anders zu gestalten? Haben Sie bei der FAZ dann gekündigt oder was waren konkrete Konsequenzen? Bei der FAZ hatte ich schon vorher aufgehört. Ich hatte ja sehr viele kriegsbedingte Verletzungen. Ich war ja 11 Jahre lang Kriegsberichterstatter. Insgesamt 17 Jahre bei der FAZ, davon eben 11 fast nur in Kriegen und Bürgerkriegen, und bin öfters schwer verwundet oder verletzt worden. Und nach einer schweren Verletzung habe ich 2003 dann dort aufgehört. Und diese Episode, die ich hier schildere, die war zeitlich, also jetzt danach, nach dieser Zeit. Aber ich habe dann in der klassischen journalistischen Tätigkeit bei großen Medienunternehmen nichts mehr machen wollen, sondern ich habe dann ja später angefangen, für andere kleine Verlage zu arbeiten, in der Hoffnung, dass es dort etwas anders ist.
dass man dort nicht so korrumpiert ist und Desinformation, Propaganda und einseitige Berichterstattung betreibt. Und das war auch für mich subjektiv rückblickend der richtige Weg, weil die Zukunft, wie es aussieht, das zeigen jedenfalls die Quoten und die sinkenden Auflagen und die vielen Entlassungen bei Zeitungshäusern beispielsweise, bei FAZ, Spiegel und vielen anderen, weil der Weg von diesen Medien weggeht, dass nicht nur ich habe erkannt, dass das nicht die Zukunft ist, nicht nur mein Vertrauen in diese Medien, denn ich war ja auch Teil davon, ich war ja auch Teil dieser Betrugsmaschinerie. Das Vertrauen der Bürger dort ist mehr als angeschlagen und, wie ich sagen muss, zu Recht. Also ich kaufe keine Zeitung mehr. Ich kaufe keine Zeitung. Ich bezahle für Medien, also für diese Art der Berichterstattung, nichts mehr. Ich bin vorhin, als ich hörte, dass im Stern etwas über ein neues Buch von mir stünde, da bin ich in einen großen Markt gegangen, in die Zeitschriftenabteilung und habe die Seite einfach fotografiert und konnte sie dann in Ruhe lesen. Aber ich bezahle nichts mehr für diese Medien, mache ich nicht mehr. Recht so, recht so. Für welche eigenen Manipulationen schämen Sie sich denn heute am meisten, Herr Ulfkotte? Oh, jetzt muss ich aber wirklich mal schwer überlegen, was war das Schlimmste. Doch, kann ich Ihnen ganz genau sagen. Juli 1988 ist schon fürchterlich lange her, mehr als ein Vierteljahrhundert. Im Juli 1988 habe ich fotografiert, wie mit deutschem Giftgas unter amerikanischer Oberaufsicht durch irakische Soldaten Iraner vergast wurden. Ich wiederhole das nochmal ganz langsam. Ich war 1988 im irakisch-iranischen Krieg, der dauerte von 1980 bis 88. Und die Deutschen haben getarnt als Pestizide Senfgas, das ist ein Giftgas, geliefert. Die Amerikaner haben den Irakern damals gezeigt, wo die iranischen Truppen genau sind, und zwar mit Hilfe von Satellitenaufnahmen. Und die Iraker haben dann mit diesem deutschen Giftgas Iraner vergast. So, und ich habe das Ganze fotografiert. Dabei habe ich selbst dann auch schwerste Giftgasschäden bekommen und Krebs und so weiter, aber das lassen wir hier mal weg. Wofür schäme ich mich? Alle haben dann nach der Vergasungsaktion, die Bilder habe ich ja jetzt veröffentlicht nach 25 Jahren, alle haben dann die Vergasung gefeiert. Die Deutschen, die Iraker, die Amerikaner. So, wofür ich mich schäme in dem Zusammenhang ist, als ich nach Deutschland zurückkam, durfte ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nur ein winziges Foto davon veröffentlichen und ich durfte keinen Bericht über das schreiben, was dort genau passiert ist. Es gab aus welchen Gründen auch immer kein Interesse daran. Und ich habe dann versucht, der Zeitschrift Stern die Bilder weiterzureichen, das, was ich gemacht hatte. Die hatten auch ein Interesse daran. Aber bei der FAZ hat man mir gesagt, wenn ich das mache, dann verliere ich meinen Job. Ich stamme aus einer armen Familie. Ich bin kein wohlhabender Mensch. Ich hätte keinen anderen Job gehabt. Ich hatte also zu überlegen, spiele ich da mit und schaue weg bei der Vergasung von Menschen, gucke ich weg oder sage ich, das ist mir völlig egal, das muss jetzt bekannt werden. Ich hätte Letzteres machen sollen. Ich habe es erst nach 25 Jahren jetzt gemacht mit allen Belegen. Aber das ist das, wo ich sagen muss, auch aus persönlichem Eigennutz und Eigeninteresse heraus, weil ich einen gut bezahlten Job hatte, habe ich das nicht gemacht. Und da habe ich mich bei den Iranern heute dafür entschuldigt, also unlängst vor wenigen Tagen, und habe den Iranern auch gesagt, ich verstehe nicht und werde nie verstehen, dass deutsche Bundeskanzler nach Israel fahren und zu Recht sich dort für das entschuldigen und um Verzeihung bitten für die Vergasung der Juden. Das ist alles völlig in Ordnung und selbstverständlich. Aber ich verstehe nicht, dass kein deutscher Bundeskanzler oder Politiker bislang, obwohl alle inzwischen wissen, was dort passiert ist, nach Teheran geflogen ist und sich auch dort niedergekniet hat und die Iraner, die Opfer, die Angehörigen um Verzeihung gebeten hat, denn die Iraner leiden heute noch an den Folgen. Ich bin heute wieder in Kontakt mit vielen Kliniken in Teheran, die heute noch Giftgasopfer behandeln, die nur einen Teil des Giftgases abbekommen haben und die für den Rest ihres Lebens fürchterliche Qualen erleiden, da schauen wir Deutschen weg. Also
Ja, dafür schäme ich mich, das muss ich sagen. Ja. Was ist denn der Grund, warum Sie jetzt auspacken? Warum ich jetzt auspacke, das ist ganz einfach. Wenn ich gesehen habe in den vergangenen Jahrzehnten, wie häufig Kriege, und Kriege entstehen ja nicht einfach von heute auf morgen, die fallen nicht so vom Himmel, sondern die werden mittel- oder langfristig vorbereitet, vor allem auch propagandistisch, vor allem über die Medien. Sie brauchen, wenn Sie deutsche Soldaten in einen Krieg schicken wollen, dann brauchen Sie die Bevölkerung hinter sich. Dann muss die Bevölkerung erstmal eingepeitscht werden, dass die sagen, jo, die Mehrheit will jetzt, dass deutsche Soldaten irgendwo in einen Krieg ziehen. So. Ich möchte nicht nach den vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo Soldaten in einen Krieg geschickt wurden, weil irgendwelche Rohstoffkriege oder Machtinteressen, Machtspielchen von irgendwelchen machtgeilen Männchen in Politikersesseln, damit die sich da einen runterholen können, ja, das will ich nicht mehr fördern, das will ich nicht mehr mitmachen, das will ich nicht mehr unterstützen. Und dazu muss man einfach wahrheitsgemäß aufschreiben, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, brutal schiefgelaufen ist, wo die Bevölkerung belogen und betrogen wurde, weil diese machtgeilen Männchen eben ihre Spielchen machen wollen und dabei Bevölkerungen Jetzt haben wir Herrn Ulfkotte verloren am Telefon. Herr Ulfkotte, können Sie uns noch hören? Ja, ich kann Sie hören, ja. Okay, Sie waren kurz weg. Sonst machen wir einfach schnell weiter mit der nächsten Frage. Dann kommen wir hier wahrscheinlich am schnellsten voran. Wir haben ja leider nicht mehr so viel Zeit. Herr Ulfkotte, wer die Wahrheit sagt, braucht ein verdammt schnelles Pferd, heißt es ja. Wie gefährlich ist Ihr Leben geworden? Also nachdem Sie ja auch schon viele Bücher geschrieben haben, die sich kritisch mit politischer Korruption, Probleme der Zuwanderung zum Beispiel befasst haben. Also wie gefährlich ist Ihr Leben geworden? Also ehrlich gesagt, darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich denke wirklich nicht 10 Sekunden daran, ob ich jetzt einen Autounfall habe oder ob mir eine Kugel in den Kopf jagt oder ich weiß nicht was. Das ist wirklich eine ganz aufrichtige Antwort, weil wenn Sie müssen dazu wissen, ich habe vor Lassen Sie mich überlegen. Ja, es ist gerade ein paar Tage her. Ich habe vor 25 Jahren eine Nottrauung gehabt. Nottrauung heißt, dass Sie in einem Zustand sind, wo die Ärzte sagen, Sie leben maximal noch ein paar Tage. Und ich habe geheiratet, ohne Eheringe, ohne Trauzeugen, ohne Aufgebot, alles, was man für eine normale Hochzeit braucht, weil die Ärzte sagten, und zwar giftgasbedingt, das waren die Folgen des Giftgaseinsatzes, den ich eben schon geschildert habe, dass ich nicht mehr lange zu leben habe. Wenn Sie eine so tödliche Krebserkrankung hinter sich haben, wenn Sie drei Herzinfarkte hinter sich haben, ich hatte einen Schädelbasisbruch dienstlich bedingt, ich hatte eine Lungenquetschung dienstlich bedingt, ich höre jetzt auf, ich hatte viele tödliche oder normalerweise tödlich verlaufende Krankheiten oder häufig tödlich verlaufen, wie etwa die Malaria tropica. Wenn Sie das alles nehmen, dann muss ich einfach sagen, vor was sollte ich jetzt Angst haben? Davor, das weiß ich nicht. Also ich mache mir darüber keine Gedanken. Das Leben läuft sehr häufig anders, als man irgendwas plant. Und Aber Sie sind jetzt nicht akut selbstmordgefährdet, um das mal festzuhalten, nochmal im Moment. ich bin ganz bestimmt nicht selbstmordgefährdet. Nein, nein, Okay. nein, im Gegenteil. Ich arbeite an neuen Büchern und an neuen Projekten, so zwar in geringem Umfang, weil mein Gesundheitszustand das sicherlich normal nicht erlaubt. Da mache ich relativ wenig, aber ich mache ein bisschen und freue mich meines Lebens und habe eine Tierauffangstation, wo wir uns um viele Tiere kümmern. Und im Gegenteil, also wenn es mir schlecht ginge, gesundheitlich schlechter ginge, dann wäre das für die Tiere nicht gut. Von daher, weil die alle Pflege brauchen, die Enten, Gänse, Katzen, Hunde, alles, was wir hier aufnehmen oder aufgenommen haben. Nee, also selbstmordgefährdet bin ich ganz sicherlich nicht. Nein. Okay, wunderbar. Wie haben denn die Kollegen auf dieses Buch wirklich reagiert? Also abgesehen von der offiziellen, ja, Presseberichterstattung beziehungsweise eigentlich auch Ignoranz über ihres Buches, haben Ihnen viele heimlich gedankt?
Gedankt ist zu viel gesagt. Also ich habe sehr viele Kollegen, auch Ex-Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die sagen, die das Buch vorab gelesen haben, muss ich sagen, und die gesagt haben, einen Teil davon, einen großen Teil davon können sie so unterschreiben. Manche Teile haben sie selbst nicht mitbekommen und andere finden sie überzeichnet aus ihrer Sicht. Also ich sage das hier ganz ehrlich. Es gab dann Kollegen, die nicht aus den Reihen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die mir gesagt haben, das ist noch gar nicht drastisch genug, sondern da gibt es noch Dinge, die ich wissen muss, die noch viel drastischer sind. Wo also Intendanten von der Politik, wo und wie Intendanten von der Politik unter Druck gesetzt werden. Aber da muss ich dazu sagen, da habe ich auch keine Einblicke, da kenne ich mich, das habe ich nie mitbekommen und darüber hätte ich auch gar nicht berichten können, wenn es denn so wäre. Und es gibt Medienwissenschaftler, das fand ich am interessantesten, die dieses Buch zum Anlass nehmen, um als Wissenschaftler einfach einmal zu sagen, es gibt diejenigen, die diese Aussagen von Ulf Kotte zu gekauften Journalisten abstreiten. Und es gibt da zwei Seiten. Wir gucken uns das jetzt aus wissenschaftlicher Sicht einfach mal in Ruhe an. Und das finde ich klasse. Das ist jetzt so wie die Universität Leipzig. Insgesamt drei Universitäten in Deutschland gibt, die sagen, sie machen Studien dazu. Sie nehmen nämlich, ich nenne ja die Journalisten, die korrupt sind oder die tendenziös berichten, die Propaganda machen aus meiner Sicht und Desinformation betreiben, die nenne ich ja alle beim Namen. Und ich gebe auch immer als Beleg Artikel dafür. Und die Wissenschaftler sagen nun, sie fertigen Studien an, nehmen die Berichterstattung aus diesen Artikeln und gucken, ob das aus wissenschaftlicher Sicht wirklich tendenziös und propagandistisch ist. Ein Leipziger Wissenschaftler sagte mir schon, das seien klassische Propagandatechniken, die man etwa in der Süddeutschen Zeitung und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aber auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nutzt. Und da muss ich sagen, klassische Propagandatechniken, das kenne ich aus Diktaturen, aber nicht aus Bananenrepubliken, so nenne ich Deutschland heute, aus Ländern, die sich Pressefreiheit und Meinungsfreiheit rühmen. Da sollte es sowas nicht geben. Mhm. Ja, wir haben noch drei Fragen für Sie in den letzten 5 Minuten. Ja, wenn man sich die Berichterstattung zum Beispiel über die Ukraine und Russland in den letzten Monaten so anschaut, gibt es ja auch eine Welle der Kritik, zum einen von den Medienkonsumenten, aber auch von Journalisten. Also, aber warum prallt diese Kritik an den Medien ab? Man kann sagen, sie wird arrogant negiert. Also ganz, ganz einfach, diese Kritik muss an ihnen abprallen, weil die führenden Köpfe in den Leitmedien, die für diese pro-amerikanische und anti-russische Propaganda verantwortlich sind, die sind ja, wie ich eingangs schon mal sagte, in bestimmten Netzwerken drin und diese Netzwerke erwarten von ihnen, dass sie bedingungslos diesen Kriegskurs in der Rhetorik fahren und sich virtuell den Stahlhelm aufsetzen. Das heißt, wenn dort besprochen wird, nehmen Sie nur das US European Command, das US-EU-COM, das ist eine, das US European Command bespricht beispielsweise in den Räumen der Atlantikbrücke 1 bis 2 Mal im Jahr zusammen mit Journalisten, wird dort medial besprochen, welche Manöver und welche Kriege zukünftig von den Amerikanern und von der NATO geplant und durchgeführt werden. Das sind geheime Veranstaltungen, wo Normalbürger wie Sie und ich keinen Zugang haben. Aber dort wird schon lange im Vorfeld besprochen, wohin werden wann welche Soldaten geschickt und wie die Medien das flankierend medial in ihrer Berichterstattung begleiten sollen. So, wenn die das nicht machen, dann sind die längste Zeit bei diesem ganzen Bilderberger, Aspen-Institut, Marshall Fund, Atlantikbrücke und sonst wie Organisationen gewesen und hofiert worden, dann steigen sie auch in der Hierarchie nicht weiter auf. Das heißt, diese ganzen korrupten Köpfe, die da in der Leitungsebene in den Leitmedien, in den sogenannten Qualitätsmedien sitzen, die bilden eine Clique, eine geschmierte, gut geölte Clique, ein Elite-Netzwerk, das
aus reinem Selbsterhaltungstrieb, weil die natürlich finanziell gut geschmiert werden, weitermachen will wie bisher. Die können nicht so einfach aufhören. Es geht eben, und genau daran sehen Sie es, es geht nicht um wahrhaftige Berichterstattung, sondern es geht um Manipulation von Menschenmassen. Wenn die Menschenmassen auch mal nicht mehr wollen, dann haben sie ein Problem. Was muss dann in der Gesellschaft passieren, um wieder eine freie Presse zu bekommen? Also brauchen wir so eine Art Revolution? Sollten sich die Menschen, das Volk mehr wehren gegen solche Medienlügen? Die haben wir schon, diese Revolution. Diese aus Sicht der Leitmedien und Qualitätsmedien, diese unfassbare Revolution, die rollt doch gerade auf die zu. Die FAZ muss doch gerade 200 Stellen streichen. Der Spiegel und alle gucken sich die ganzen Medienhäuser an, die überall den Rotstift ansetzen müssen, weil wir genau diese Revolution schon haben, weil die Menschen da draußen diesen Medien immer öfter die Gefolgschaft verweigern und diesen Müll nicht mehr hören wollen. Würden Sie einen GEZ-Boykott zum Beispiel auch befürworten? Es bringt zurzeit nichts. Es ist eine Steuer, es ist eine Zwangsabgabe, wie so viele Zwangsabgaben. Ich glaube eher, dass wir eine neue zwangsweise Steuer bekommen, eine Propagandasteuer zum Erhalt dieser Medien, über die wir eben gesprochen haben, die man dann Kulturabgabe oder wie auch immer nennen wird, weil die Regierung ihre Propagandainstrumente natürlich nicht verlieren möchte. Ein GEZ-Boykott, ich fände das klasse, weil was mich dort am meisten ärgert bei den Öffentlich-Rechtlichen, ist nicht nur die Propaganda, über die wir gerade gesprochen haben, sondern bei meinen Recherchen, dass das grauenvoll Unfassbarste für mich war, da werde ich als Bürger schon abgezockt über Zwangsgebühren und muss da 7,5 Milliarden Euro im Jahr für die Öffentlich-Rechtlichen bezahlen. Und was viele gar nicht wissen, dann können Privatunternehmen, Politik und Werbeindustrie auch noch Dialoge in den Sendungen kaufen. Da gibt es Serien, so wie früher Marienhof, wo dann die Initiative Neue Marktwirtschaft oder wer auch immer die Dialoge kauft und da reinschreibt, was sich in den Köpfen der Leute festsetzen soll. Ich werde also doppelt verarscht. Einmal muss ich als Bürger Zwangsgebühren zahlen und dann bezahle ich noch dann kriege ich noch die eigene Gehirnwäsche über Industrieunternehmen, Parteien oder wen auch immer in den Dialogen vorgekaut. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, eine letzte Frage, Herr Ulfkotte. Welche Zukunftsprognose haben Sie dann für Deutschland und Europa für die nächsten Jahre? Meinen Sie in Richtung der Medien oder? Generell, auch gesellschaftlich gesehen. Also generell gesellschaftlich gesehen, ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir in eine Zeit des großen Umbruchs gerade hineinmarschieren, eine sehr spannende Zeit, weil wir Konfliktfelder haben, jetzt gehen wir mal weg von der Ukraine, die wir nicht mehr ruhig halten können, wird es zu wahrscheinlich revolutionären Zuständen in ganz Europa kommen. Warum? Ich sehe als große Gefahr das neue Aufflammen, was heißt neue Aufflammen, es war nie wirklich befriedet, also die Euro-Finanz- und Wirtschaftskrise, den Zusammenbruch von Teilen der Eurozone und die daraus resultierenden gigantischen finanziellen Folgen, die die Deutschen vor allem zu tragen haben. Schon jetzt sind ja die Steuergelder der noch nicht einmal gezeugten künftigen Deutschen, die sind ja schon verspielt worden von der Regierung Angela Merkel und den Vorgängerregierungen, die sind schon verpfändet worden. Nehmen wir also einmal die Eurozone, wenn es den Euro-Crash geben wird, wo die ganzen Sparer da draußen unglaublich viel verlieren werden. Und das wird sicherlich nicht zu einer friedlichen Situation führen, wenn die Leute erfahren, dass das, wofür sie gearbeitet haben, dass die Früchte ihrer Arbeit beispielsweise in Form von Lebensversicherungen und so weiter, dass sich das alles weitestgehend in Luft auflöst, nämlich in nichts. Das ist die eine Seite. Wenn wir dann zusammen damit betrachten, die Migrationsströme in Europa, und bei den Migrationsströmen muss man ja auch sagen, die ganzen Kriege, über die wir schon gesprochen haben, die Amerikaner in Afrika, im Nahen Osten und sonst wo anzetteln, die bewirken natürlich,
Reaktionen bei den dortigen Menschen, nämlich sie fliehen vor diesem Krieg, vor der Not und vor dem Elend, das mit diesen Kriegen kam. Heißt also, die Amerikaner wollen von uns, dass wir ihre Kriege unterstützen und die Folgen anschließend auch noch aufnehmen und beseitigen. Und das wird immer mehr Menschen klar werden, dass diese Migrationsströme auch wegen der amerikanischen Kriegsführung und von den Amerikanern geschürten Revolutionen überall immer mehr zunehmen werden. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass in Europa gerade im Zusammenhang mit der sich abzeichnenden Euro-Krise, mit dem Euro-Crash, wenn kein Geld mehr vorhanden ist, dass man weiterhin den Aufnahmewillen haben wird für Menschenmassen aus anderen Ländern. Da wird es viele Konfliktfelder geben, die zeitgleich aufeinander prallen. Das hat nichts mit links oder rechts oder religiös oder nicht religiös zu tun, sondern wenn Sie in Zeiten des Umbruchs ganz vielschichtige Konflikte haben, die auf mal aufeinander prallen und dann auf der anderen Seite keine Autorität des Staates mehr und keine Finanzmittel mehr, um diese Konflikte zu befrieden. Und genau das haben wir nicht. Es ist ja schon so, dass selbst in Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen der Sprit für die Polizeiwagen rationiert wird. Wir müssen da jetzt nicht in die Details gehen, aber wir sind auf Konflikte, wie sie glasklar hierher kommen werden in den nächsten, sagen wir mal mittelfristig, in den nächsten Jahren. Wir sind nicht darauf vorbereitet und wir haben auch keine Lust, uns damit auseinanderzusetzen, was passiert, wenn die Just-in-Time-Lieferungen unterbrochen werden durch Streiks. Wir sind es gewohnt, dass die Supermärkte voll sind, dass wir keine Vorräte haben und so weiter. Wir träumen davon, dass der Normalzustand für die nächsten 1000 Jahre sein wird. Aber das wird es nicht sein. Wir werden von der Energiekrise durch das Umschalten auf Erneuerbare, wir werden damit leben müssen, wenn kein Wind weht, wenn die Sonne nicht scheint, dass wir eine instabile Energieversorgung haben, dass auf mal die Gefriertruhen, dass auf mal die Logistikketten, die Tiefkühlketten und so weiter ausfallen. Wir werden viele Dinge haben, die in den nächsten Jahren auf mal aufeinanderprallen werden. Arm gegen Reich, religiös gegen nicht religiös, Arbeitsplatzbesitzer gegen diejenigen, die Arbeit haben und so weiter. All das wird auf mal aufeinanderprallen und es wird bestimmt nicht schön, wohl dem, der irgendwo auf dem Land lebt und nicht in den Ballungsgebieten, wo wir diesen Crash mit sehr großer Wahrscheinlichkeit haben werden. Nur darüber will keiner sprechen. Wir träumen lieber, bis es knallt. Okay, vielleicht, weil Sie es gerade noch angesprochen haben, und die Zukunft der Medien, wie sehen Sie das? Was wird dort passieren? Also die Zukunft der Medien gehört eindeutig dem Internet und dort wiederum den vielen Portalen, die unabhängig berichten. Und ich behaupte, dass die klassischen Modelle ausgedient haben und dass an deren Stelle sogenannte, im Englischen nennt man das Branded Journalists, also Journalisten, denen die Bürger da draußen vertrauen, dass die eine Zukunft haben. Und ich behaupte, dass die Bürger auch bereit sind, dann für Branded Journalists, nämlich Journalisten, denen sie noch vertrauen können, Geld zu bezahlen. Hallo? Sind Sie noch da? Ja, hallo. Ja, ich hatte mein Mikrofon aus. Entschuldigung. Dann bedanke ich mich natürlich bei Ihnen für dieses Interview. Wir wünschen Ihnen natürlich erstmal gesundheitlich alles Gute in erster Linie. Viel Erfolg für Ihr Buch und natürlich warten wir natürlich auch auf neue Sachen dann danach von Ihnen, die investigativ sind. Ja, bis dahin, ja, alles Gute, viel Erfolg und Dankeschön für das Interview, Herr Dr. Ulfkutte. Schöne Grüße an alle. Gerne bis demnächst mal wieder. Einen schönen Tag noch. Danke. Dankeschön. Schöne Ciao. Grüße an alle. Danke. Ja, das war heute unsere etwas kürzere Klartext-Sendung. Wir nehmen etwas Rücksicht logischerweise auch auf den Gesundheitszustand von Herrn Ulfkutte und natürlich auch auf seine Zeit. Er ist gerade auch sehr gefragt natürlich. Ja, bedanke ich mich natürlich an dieser Stelle bei allen Zuhörern und bei allen Zuschauern. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder mit einem neuen Thema. Und ja, bis dahin wünsche ich allen wie immer ein schönes Wochenende, das ja demnächst auch ins Haus steht. Und ja, alles Gute, tschüss und gute Nacht.